So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Fall of the Republic. Wir sind bei der großen Schlacht von Eriadu. Die Separatistin-Vereinigung greift uns an mit allem, was sie hat. Also, sie hat wahrscheinlich ein bisschen mehr haben, aber es ist eine doch recht beachtliche Flotte. Wir warten hier mit einer Golan-2-Stern-Basis auf. Und ich möchte mit der Hypervelocity-Gun gleich mal die Providence Dreadnought ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Die Destroyer sind auch schon hart. Hier kommt ein bisschen Verstärkung für uns. Es wird interessant, die Schlacht. Doch. Die haben nämlich viele, viele Jäger. Und Bomber. Dann müssen wir gucken, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen. Weil wir haben nichts in der Richtung. Wir können nur versuchen, so viel wie möglich davon kaputt zu machen. Und einfach das Beste zu hoffen. So, alles was fliegen kann, kommt mal nach hier vorne. Ihr bitte auch. Du nach hier, du nach da, du nach hier, du nach da. Das sollte tatsächlich nicht so das große Problem werden. Und zack. Gleich hier nochmal reinschießen. Okay, ein Schuss noch und die sind erstmal weg. So, die Bomber können sich mal hier das Trägerschiff schnappen. Ja, das ist eine gute Idee. So, du schnappst dir auch mal den Kollegen hier. Ja, das irgendwie gefällt mir das hier alles nicht so richtig. Hält kaum auf, ne? Ich bin eigentlich gerade total happy. Freut mich richtig, dass ich hier sein darf. Die Station schnappt sich mal den Carrier. Und im Anschluss gleich den Kollegen hier. Weil der geht mir am meisten auf die Nerven. Du den hier. Den hier. Die Karakruiser, den hier. Die Schlacht verlieren wir. Hundertprozentig. Wir versuchen jetzt einfach, so viele von ihnen mitzunehmen, wie es geht. Die Dreadnought-Klasse Schiffe sind nämlich teuer. Genauso wie die kleinen Destroyer, die Carrier Destroyer. Wir nehmen so viele von ihnen mit, wie es geht. Alle meine Schiffe hier Angriff. Die Station greift sich den Kollegen. Meine Hyper Velocity Gun schnappt sich den Kollegen. Jawoll. Nächste Hyper Velocity Gun wird nämlich hier treffen. So, und alle meine Schiffe greifen jetzt den Kollegen an. Den Rest kriegen wir nämlich mit Zweitflotte irgendwann dezimiert. Das Schlimme ist, dass diese kleinen Schiffe hier überall auch nochmal angreifen. Die setzen nämlich auch die Jäger tatsächlich alle ab. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks, wenn ich das mal so erläutern darf. Genau, hier erstmal auf den Antrieb. Ich will nicht, dass hier irgendwer entkommt. So, jetzt schnappen wir uns die kleineren Schiffe. Genau, dich hätte ich jetzt gerne einmal dezimiert. Und dich. Und dich. Ja. Immer schön weitermachen. Je mehr die verlieren, desto besser fühle ich mich.
Schade, schade, Schokolade. So, ich hoffe, dass mein Schiff das jetzt hier irgendwie noch hinkriegt. Bitte, 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 bitte. Schade. Da habe ich, glaube ich, zu viel gewollt. Wir machen jetzt Auto-Resolve. Das hätte ich nicht mehr hingekriegt. Verdammter Mist. Aber wir haben ein bisschen was von ihnen zerstört. Das ist ja auch schon mal viel wert. Jetzt müssen wir den Schaden irgendwie so klein halten wie möglich und ein paar Truppen organisieren. Auch leichter gesagt als getan. Denn wir sind finanziell gerade nicht gut aufgestellt. Um es nett zu formulieren. Genau. Wir hätten auf Pantora. Aber die kriegen wir da nicht rüber, ne? Oh Gott. Wir haben allein schon die Artillerie macht mir Kopfschmerzen. Ach, das ist doch ätzend. Ich will Iriado nicht verlieren. Wir gucken erstmal. Wir starten rein. Das ist unsere Karte. Planetarer Bonus Trade Hub. Finde ich gut. Gefällt mir. Unsere halbe Velocity Gun ist auch gerade richtig gut am struggeln. So, du rutscht mal nach hier. Du bist Steuerung 1. Ich hätte dich auch echt gerne hier. Du bist Steuerung 2. Dich hätte ich ja gerne hier. Und dich gerne hier. Und los geht's. So, Attacke. Zwei. Genau, ich hätte nämlich gerne die Luftverteidigung hier ganz gerne. Dass die nicht auf blödsinnige Ideen kommen. Oder tatsächlich hier, weil die nämlich viele Panzer haben. So, du nach hier. Guck mal, das läuft doch hier wie ein Länderspiel. Du kommst mal nach hier. Wir rücken mal noch nach hier vor. Der kommt mal nach hier. Zusammen mit diesen Truppen hier. Die zwei rückt mal bitte nach hier vor. Okay, zurückziehen, zurückziehen. Die zwei möchte ich gerne hier haben. Mich hätte ich gerne auch hier. Und ich habe keine Kohle mehr. Es wird ein bisschen tragisch gerade. Irgendwie finde ich das nicht gut. Habe ich hier sonst noch was, was irgendwie Schaden anrichten könnte? Okay, ich sehe schon, die Hauptschlacht wird hier stattfinden. Du nach hier, du auch nach hier. Genau. Jawohl. Größtes meiner Probleme sind die Panzer. Und die Artillerie, von der ich noch gar nicht weiß, wo sie ist.
Die Artillerie werde ich versuchen, mit meinem Gunship ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. So. Den nehmen wir mit. Die Druidikas, da ballern wir jetzt einfach mal drauf, was das Zeug hält. Schnappen uns dann die Panzerchen hier. So, der kommt mal nach hier hinten. Dann schnappen wir uns die hier. Wie gesagt, wir versuchen so viel wie möglich mitzunehmen. Nein, 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 der muss durchhalten. Nein, das wird doch nichts. Was tut er denn? Ich kann diesen Planeten eigentlich auch gleich aufgeben. Wie kann da jetzt Bomber? Warum auch nicht? Ich kann doch nicht ihre Erde verlieren. Okay, alle meine Truppen zurückziehen. Die haben eine riesige Übermacht, ne? Das ist ein echt harter Schlag. Wir verbarrikadieren uns jetzt einfach hier. So. Punkt. Für mich. Dass wir hier an Truppen verlieren, ne? Nee, komm, lass mich doch in Ruhe. Nee, kein Bombardement, bitte. Ich nach da, ihr nach hier. Euch hätte ich gern da. Okay, das, Jetzt. Du nach da. Komm schon, Speed! Jetzt heißt es wirklich so viele mitnehmen, wie es geht. Wie wir verkraften. Aber ich glaube, das ist ein verlorener Kampf, den wir hier führen. Das ist eine ganz tragische Geschichte. Warum wird es denn hier schon wieder rot? Was soll denn das? Ja, das ist, irgendwie alles echt traurig, was ich hier gerade tue. Ich schieße einfach nur auf jeden und alles, was sich hier irgendwie in der Gegend rumbewegt. In der Hoffnung, dass ich irgendwie noch eventuell einen Funken von Truppe zerstört kriege. Bomber, ne? Oh. Ah. Nee, Alter. Ich kann das hier nicht gebacken. Da fehlen mir einfach gerade die Truppen für. So, hier rücken wir wieder zurück. Auch. Hier kämpfen wir wirklich um jeden einzelnen Zentimeter, um jeden... Alter! Nein! Ich meine, was ist das? Ich habe eine halbe Velocity Gun verloren. Ich habe meine Baracken, ich habe meine Fabriken verloren. Ich bin gerade ziemlich im Eimer.
bin gerade nicht gut drauf, wirklich. Ihr müsstet mich sehen. Das ist... Nee. Inakzeptabel. Ich hoffe, dass sie sich auch einfach gleich zurückziehen. Dass sie merken, dass sie einfach nicht weiterkommen und dass es dann ein Ende nimmt, das ganze Elend. Nein, du bleibst hier. Niemand hat gesagt, jemand sich bewegt. Ich bin gerade einfach nur über den Juggernaut echt glücklich. Und Gott sei Dank haben wir noch wenigstens das Senator-Office, wo wir ein paar Truppen produzieren. Weil ansonsten, ich wäre verloren. Jetzt muss ich nur gucken, dass der gleich nicht wieder ein Bombardement abzieht. Really? Schicksal? Ist es das, was du mir sagen möchtest? So, weißt du, so, das ist so, fick dich auf galaktischer Ebene. Da. Du nach hier. Ich muss den mal ein bisschen aufteilen. Jetzt muss ich mal ein bisschen den Bereich im Blick behalten. Wo es gleich explodieren könnte. Sagte er und versagte komplett. Das hole ich mir alles zurück. Verdammt. Na, wir haben echt viel von ihm mit in den Tod gerissen, ne? Mit dem bisschen, was wir hatten. Iriadu werde ich mir aber zurückholen. Hier brauchen wir auch definitiv... Den äußeren Rand müssen wir besser schützen. Ich weiß, das palabere ich jetzt schon seit Minuten, aber... Es hilft ja nicht. Dann brauchen wir ja trotzdem. Wir werden unsere Offensive fortsetzen. So, hier kommt jetzt erstmal das College hin. Hier ein paar Trooper. Als nächstes organisieren wir uns auf Kuach. Nochmal ein paar davon und ein paar davon. Sodass wir das und das erstmal mitnehmen können. Zur Verstärkung unserer Bodentruppen. Zusammen mit den zusätzlichen Klontruppen. So, der kommt mit nach hier. Das wird unsere neue Angriffsflotte. Für unseren ausgeweiteten Kampf gegen das Böse. PS, wir sind nicht das Böse, wir sind die Guten. Wer bist du? Du bist ein Navy Trooper Platoon. Euch nehme ich beide mit. Ihr seid cool. Ihr kommt nämlich auch mit nach hier. So, und dieses kleine zusätzliche Etwas wird nämlich unsere Truppen verstärken. Mehr Panzer, mehr Freude, sag ich immer. 16 davon, das sieht doch ganz gut aus. Genau, hier sind wir nämlich auch am Ausarbeiten. Das ist gut, das gefällt mir. Es hat alles sehr, sehr viel Schönes. Wenn wir jetzt noch... Naja, ein bisschen Wumms hinter hätten, ne? Ich wäre ja ein glücklicher Stan. Aber darüber soll sich Zukunfts-Stan einen Kopf machen. Denn wir sind angekommen bei der 15-16-Minuten-Marke. Nein, 19, Entschuldigung. Ich kleiner Lügner. In diesem Sinne würde ich behaupten, gucken wir, dass wir hier noch ein paar Truppen in der nächsten Runde basteln. Dass wir hier ein bisschen aufstocken, unser Portfolio an Truppen. Und in der nächsten Folge rücken wir dann weiter vor. In diesem Sinne, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.